Jetzt sagt man, ich habe ein relativ lautes Organ. Bin ich ohne Mikro zu hören bis oben? Geht das? Ja? Wenn ich zwischendurch nachlasse, beschweren. Ja, Stefan, erstmal herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Sehr gern. Ich habe viele gute Erinnerungen an den Saal. Und Tino und alle, die organisiert haben, herzlichen Dank, dass es zustande kommt. Für mich ist, muss ich sagen, ist ein bewegender Tag. Ich finde es einen ganz großen Augenblick, dass wir uns in dieser Vielfalt zusammenfinden mit so einem ja, ehrgeizigen, aber auch klaren Ziel. Zu sagen, so wie wir heute impfen, kann es für uns nicht die Zukunft sein. Wir wollen in 10 Jahren medikamentenfrei sein. Und mich persönlich berührt das insofern sehr. Ich denke zurück, als ich 1980 so die ersten Besuche am Bieneninstitut in Bonn hatte als junger Student. Da ging gerade die Schreckensbotschaft um. Varroa ist im Land und es kam sehr früh ins Rheinland und es war Panik überall. Und dann habe ich halt über das Bonner Institut Zugang zur Bienenwissenschaft bekommen und durfte mich dann als einer der ersten mit der Frage beschäftigen, gibt es denn Befallsunterschiede bei hiesigen Bienen, gibt es Ansatzpunkte für Resistenzzucht? Und letztendlich hat das dann meine ganze Berufstätigkeit geprägt. In den Jahren seit 1990 war ich dann in Kirchheim tätig und seit dieser Zeit stand eigentlich Selektion auf Varroa-Resistenz im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Arbeit. Und jetzt sitzt der Paul vorne. Ich glaube, es war ein Vortrag in Luxemburg, muss so noch in den 90er Jahren gewesen sein. Da habe ich dann auch so die ersten Unterschiede und welche Merkmale sind entscheidend und wir sollen darauf züchten und wie man das macht. Und dann wurde ich gefragt, ja, wann bekommen wir denn die resistente Biene? Und ich habe das sonst immer gut abgewogen, aber Paul, ich glaube, es war bei euch gewesen. Da habe ich mich verführen lassen. Und da habe ich damals gesagt, bis ich in den Ruhestand gehe, haben wir resistente Bienen. So, jetzt bin ich seit ein paar Monaten im Ruhestand, insofern bin ich ja was schuldig. Und ich konnte nur deshalb beruhigt in den Ruhestand gehen, ja zum einen, weil ich gute Nachfolger habe und es gut weitergeht am Institut, aber weil mein Gefühl tatsächlich ist, wir haben diesen Punkt erreicht. Wir haben resistente Bienen, wir wissen, wie wir sie züchten können und wir wissen, was imkerlich passieren muss, damit sich Resistenz in den Betrieben etablieren kann. Aber natürlich ist das heute nicht der Status und von daher ein spannender Tag. So, wenn ich das so behaupte, wir haben resistente Bienen, dann diese Karte an der Wand, die haben viele schon gesehen, eine wissenschaftliche Aufnahme, die keinesfalls vollständig ist, die uns aber anzeigt, wo wir Bienenpopulationen heute finden, auf allen Kontinenten, die aus eigener Kraft gut mit Varroa überleben. Und durch eine Vielzahl von Untersuchungen in den letzten Jahren hat sich das immer mehr fokussiert. Und wir haben heute ein sehr klares Bild davon, durch welche Eigenschaften Bienen varroa-resistent werden. Und das ist eine der letzten Untersuchungen von den Kollegen hier aus England. Grintrod und Stephen Martin steckt dahinter, die auf der ganzen Welt unterwegs waren und resistente Bienenpopulationen untersucht haben. Und was einheitlich herauskommt, ist, dass bei den Völkern, die aus eigener Kraft gut überleben, die Bienen ein viel ausgeprägteres Hygieneverhalten zeigen. Und hier ist das abgebildet in Form dieses sogenannten Recappings. Also man beobachtet, dass Bienen Zellen geöffnet haben und wieder verschlossen haben, als Reaktion auf Varroa-Befall. Und wir können das hier mal kurz vergleichen. Das sind Bienen, die als anfällig gelten und dann aus Vergleichspopulationen, Schweden, Norwegen, England, aber auch aus Südamerika und aus Afrika, Bienen, die als resistent gelten. Und hier ist aufgezeichnet, wie viele der Brutzellen bis kurz vorm Schlupf von den Bienen mindestens einmal geöffnet wurden. Und zwar rot die Säulen, varroa-befallene Zellen und gelb die Säulen, Zellen, die nicht befallen sind. Und wir sehen, das ist wie ein Schwellenwert. In den anfälligen Populationen passiert das in geringem Umfang, 10-20%. Und in allen resistenten Populationen sind diese Werte wesentlich höher. Und mit dieser Information und vielen anderen im Verbund ergibt sich heute ein klares Bild,
wie Resistenz in den Völkern entsteht. Und das beginnt mit der Fähigkeit der Bienen, den Varroa-Befall in der Brutzelle wahrzunehmen. Das passiert über bestimmte Duftstoffe, die von der Brut ausgehen, die von der geschädigten, parasitierten Brut ausgehen und zu denen es Pflegebienen braucht, die genau diese Stoffe sensibel wahrnehmen können und daraufhin auch reagieren. Und wenn diese Reaktion stattfindet, dann haben wir das, was wir VSH nennen, Varroa-sensitive Hygiene, nämlich dass solche Zellen gezielt geöffnet, ausgeräumt und entfernt werden und damit der Varroa-Milbe die Vermehrungsmöglichkeit unterbunden wird. Und das ist in enger Verbindung zu sehen mit diesem Recapping. Die Zellen sind gefunden, sie werden geöffnet, aber sie werden von den Bienen auch wieder verschlossen. Es gibt Hinweise darauf, dass allein dieses Öffnen und Verschließen auch die Vermehrungsmöglichkeiten der Milben in der Zelle berührt. In jedem Fall aber ist dieses Recapping ein ganz guter Indikator für diese VSH-Veranlagung. Und die Bienen sind nicht fehlerfrei. Sie riechen die befallenen Zellen und sie öffnen, aber sie öffnen oft auch Nachbarzellen, die nicht befallen sind und verschließen wieder. Also so sind diese Zusammenhänge. Wir gehen davon aus, dass das unmittelbare Auswirkungen hat auf die Vermehrungsmöglichkeiten der Milbe. Und wir sprechen von diesem sogenannten Suppressed Mite Reproduction, haben inzwischen ja alle oft gehört, SMR, was sich dann in den meisten resistenten Völkern zeigt, dass man nämlich relativ hohe Anteile hat von Varroa-Milben, die in Arbeiterinnen-Brutzellen eingedrungen sind, da dann aber nicht bis zum Schlupf erfolgreich erwachsen gewordene Milbentöchter zustande bringen. Das ist das, was wir SMR nennen. So, wenn das funktioniert, führt das im Zuge der fortwährenden Varroa-Vermehrungszyklen zu einer geringeren Befallsentwicklung und eng verknüpft mit dem Varroa-Befallslast ist die Virusbefallslast. Die Viren sind das, was am Ende die Völker tötet, aber wir bekämpfen nicht die Viren direkt und auch die Bienen bekämpfen nicht die Viren direkt, sondern sie gehen Hand in Hand und sind eine zwangsläufige Folge von hohem Varroa-Befall. Und das Ganze führt dann am Ende dazu, dass wenn Varroa und Viren sich nicht mehr in diesem exzessiven Maße vermehren, wir zunehmend Völker haben, die aus eigener Kraft überleben können und damit Resistenz im engeren Sinne erreicht haben. Also so sind die Mechanismen, so ist diese Kette. Und das Eigentliche, was uns interessiert, das ist die Fähigkeit der Bienen, Varroa-befallene Zellen zu erkennen, zu öffnen, auszuräumen, VSH auszuüben. Und darauf zielt dann auch die Selektion ab. Jetzt wird es ein klein bisschen wissenschaftlich, aber ich gehe schnell drüber. Wir hatten diese sehr große europäische Your-Best-Studie, an denen ja auch einige hier im Saal mitgewirkt haben. Und da sind in vielen Betrieben nicht nur Varroa-Befallsentwicklung gemessen worden, sondern einen Teil der Völker auch VSH mit künstlich infizierten Zellen und gucken, wie viele dieser Zellen sind nach einer Woche ausgeräumt. Es ist Recapping und es ist SMR gemessen worden. Und so konnten wir in der Untersuchung nachher schauen, wie gehen denn die Dinge zusammen. Und fett markiert sind Zusammenhänge, die wissenschaftlich signifikant sind. VSH und Recapping gehen parallel miteinander, mit einer hochsignifikanten Korrelation, wie der Wissenschaftler das nennt. Diese R-Werte, die 0 sind, wenn kein Zusammenhang ist, und die 1 sind, wenn es völlig identisch wäre. Und hier mit 0,4 etwa eine deutlich ausgeprägte Korrelation. Es besteht auch ein eindeutiger Zusammenhang zwischen VSH und der Varroa-Befallsentwicklung. Bei höherem VSH haben wir eine geringere Befallsentwicklung. Ein bisschen dubios bleibt, dass man keine Zusammenhänge findet mit SMR. Weder in der Befallsentwicklung noch hier mit VSH und Recapping in einer signifikanten Weise. Und das gibt bis heute ein bisschen Rätsel auf, hängt vermutlich aber auch sehr stark damit zusammen. SMR ist auch abhängig vom Befallsdruck im Volk. Und wenn mehr Zellen befallen sind, dann sehen wir, dass in der Regel die Milben auch nicht mehr so gut reproduzieren können. Und dann sozusagen kompensieren sich zwei Effekte. Höheres SMR von der angeborenen Eigenschaft der Bienen
bremst natürlich Varroa-Befallsentwicklung aus, aber auf der anderen Seite, wenn Völker einen hohen Varroa-Befall aufbauen, dann lernen die Bienen noch besser darauf zu reagieren und für die Milben wird es schwieriger zu reproduzieren und SMR wächst an. Also das ist vermutlich die Erklärung, die hier dahinter steckt. Interessanterweise, viele Zuchtbetriebe weltweit nutzen ja heute zusätzliche Tests, um Bruthygiene zu testen. Bei uns am weitesten verbreitet der sogenannte Nadel- oder Pin-Test. Und in Amerika macht man das sehr stark mit erfrorener Brut. Und hier finden wir auch signifikante Zusammenhänge. VSH und Pin-Test, also dieser Nadeltest, hängen zusammen und der Nadeltest zeigt auch einen sehr klaren Zusammenhang mit der Varroa-Befallsentwicklung. Und das ist sehr, sehr gut, weil uns das als einfache Selektionselemente in der Zuchtarbeit hilft. Und das ist in der AGT, ist das seit 20 Jahren etabliert und hat mit dazu beigetragen, dass man da auch entsprechende Fortschritte erzielen konnte. So, jetzt gab es das bundesweite Projekt, das war vorhin schon kurz angesprochen. Einer der ganz entscheidenden Punkte auch, wo AGT und GDEB wirklich hervorragend zusammengefunden haben und sehr gut kooperiert haben und wo auch der DIB zu Anfang sich stark gemacht hat, damit dieses Projekt mit Bundesförderung überhaupt zustande gekommen ist. Und es gibt einen leichten weißen Fleck hier unten und das hat aber einen guten Grund und dazu hören wir nachher mehr von Herrn Kotek. Ich sehe Sie oben sitzen. Das ist das SETB-Projekt in Baden-Württemberg. Das liegt quasi parallel mit ähnlichen Methoden. Deshalb war das in dem Bundesprojekt dann nicht so berücksichtigt, aber wir haben uns ausgetauscht und es hat sich gut ergänzt. Das ist jetzt im März letzten Jahres zu Ende gegangen, auch was die Förderung der vielen beteiligten Zuchtbetriebe anbelangt. Es gab insgesamt 11 aktive Regionalgruppen, 7 mit AGT, 4 mit GDEB-Züchtern. Es wurden im großen Umfang Völker, die bei den Züchtern in Prüfung stehen, auf die allgemeinen Zuchtauslesekriterien zusätzlich auf SMR und Recapping untersucht. Und es wurden vor allen Dingen über 2000 Königinnen aufgezogen, ein Thron besamt und dann anschließend in dieser aufwendigen Testung auf SMR und Recapping untersucht. Und im Abschlussjahr des Projektes hatten wir bundesweit 6 Belegstellen betrieben mit dem gut ausgewählten SMR-selektierten Material, 3 Backfass, 3 Karniker-Belegstellen. Also das ist ein sehr, sehr schönes Projekt geworden, hat uns alle ermutigt, weil wir in dem Zusammenhang gesehen haben, wie züchterische Zusammenarbeit funktionieren kann und weil wir auch gewisse Fortschritte gesehen haben in der Selektion. Und ich halte das jetzt an der Stelle ganz kurz, will Ihnen nur zeigen, wie das über die Jahre gewesen ist, die 3 Prüfjahre und hier das SMR-Screening von den Völkern, die wir heute in unseren Zuchtbetrieben in der Beurteilung haben. Und dann sehen Sie die SMR-Anteile, rot für die Völker, die unter der AGT geführt waren, blau, die unter der GDEB geführt wurden. Und dann sieht man, das ist ähnlich vom Niveau, da sind keine dramatischen Unterschiede. Das Wichtigste, was diese Grafik zeigt, ist, in welcher Größenordnung wir liegen. Und der fette Strich, der gibt jeweils das mittlerste Volk in der Verteilung an. Und dieser farbige Balkenabschnitt ist 50% aller Völker, also 25 plus und minus des mittlersten Volkes. Und die Striche sind dann ausgezogen bis zu dem Extremen. Manchmal gibt es so Punkte, das markiert die Statistik als Ausreißer, weil die ganz außerordentlich hoch oder niedrig liegen. Und so haben Sie hier auf einen Blick die mittlere Lage, aber auch die Verteilung. Und im Mittel liegen wir hier in einem Bereich so von 30-35%. Und wenn wir das einordnen, auch bei dem, was wir von resistenten Völkern wissen, da liegen wir in der Größenordnung von 50-60%. Also da sind wir im Durchschnitt unserer Prüfvölker noch deutlich entfernt. Aber wir sehen, wir haben erhebliche Spannbreiten. Und wenn Sie mal in dem oberen Bereich gucken, da sind sehr wohl Völker gefunden worden mit 40, 50, 60% und diesen Werten. Und das ist der Ansatz eben für die Selektion. Im Recapping sieht das Ganze noch günstiger aus. Recapping streut noch stärker. Wir sehen hier ein bisschen höhere Werte in der AGT-Population,
was sicherlich damit zusammenhängt, dass hier sehr lange konsequent dieser Nadeltest schon betrieben wird. Aber insgesamt haben wir in beiden Populationen eine große Streubreite. Und da sind Völker dabei, die nahezu alle Varroa-befallenen Zellen finden und öffnen. Und damit die notwendigen Gene, die sind in unseren Zuchtbeständen vorhanden. Das ist jetzt eine Frage der Selektion und der Führung dieser Populationen, um das entsprechend im Level anzuheben. Ein wesentlicher Erfolg, auch wenn das für die beteiligten Züchter jetzt gar nicht so im Vordergrund stand, die sehen ihre Kästchen und die sind froh über jede herausragende Königin, von der sie nachziehen können. Aber im Gesamtverbund ist eine ganz große Leistung des Projektes, dass wir so viele Daten zusammentragen konnten, dass man zum ersten Mal Erblichkeitsabschätzungen machen konnte. Und das ist den Kollegen in Hohenneuendorf, speziell dem Andreas Hoppe, zu verdanken, der diese Dinge analysiert hat. Und wir haben das hier dann aufgeschlüsselt für die beiden Populationen, also die Carnica und die Buckfast, weil die genetisch separat geführt werden, werden die ja auch separat geschätzt. Und jetzt haben wir Zuchtwerte für das Recapping der befallenen Zellen, für das Recapping aller Zellen. Wir haben hier Daten für den Nadeltest. Wir haben Erblichkeitsschätzungen für SMR und schließlich für die Varroa-Befallsentwicklung. Und PIN und Infektion haben wir nur für die Carnica-Population, weil hier wird zurückgegriffen auf die ganzen AGT-Daten und das zieht sich über 20 Jahre. Das ist ein riesengroßer Datenbestand, den man hier nutzen konnte. Das haben wir für die Buckfast bisher nicht. Aber diese anderen Daten, die hier gemeinsam stehen, die kommen im Wesentlichen aus dem SMR-Projekt. So, und was sagen uns diese Zahlen? Erblichkeit ist ein Maß wiederum zwischen 0 und 1. Und eine Erblichkeit von 0 heißt, alle Unterschiede, die ich bei Völkern sehe, kommen zustande durch irgendwelche Umweltfaktoren. Aber die haben überhaupt nichts mit Vererbung zu tun. Und Erblichkeit 1 hieße im Gegenteil, alle Unterschiede, die gemessen werden, sind rein erblich bedingt. Da spielt es überhaupt keine Rolle, welcher Imker das ist und wie das Wetter war und ob der Honig geschmeckt hat oder nicht. Ist rein erblich. Ja? So, das ist diese Skalierung. Die Züchter können damit umgehen, aber nicht alle im Saal sind ja so züchterisch vertraut. Deshalb zitiere ich das hier nochmal. Und wenn wir jetzt für Recapping und für SMR Werte in der Größenordnung von 0,4 finden, toppt das unsere Erwartung. Das muss man ganz klar sagen. Das sind hohe Erblichkeiten. Da ist in der Ausprägung der Merkmale eine deutliche erbliche Komponente, die es den Züchtern damit leicht ermöglicht, diese Dinge im Zuge von einigen Generationen auch zu verändern. Das ist hiermit ganz klar gesagt. Es ist ein bisschen Unterschied zwischen den Populationen. Hier sind niedrigere Werte für Buckfast berechnet. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht naturgegeben, sondern liegt daran, dass hier nicht so viele Vorfahren, also Pedigrees, Abstammungsnachweise mit eingearbeitet werden konnten. In den Carnica-Populationen, da hat man zum Teil 20 Vorgängergenerationen. Und dadurch können diese erblichen Verknüpfungen deutlicher abgebildet werden. Es ist am Ende auch nicht entscheidend, ob jetzt hier, wenn wir irgendwann 20.000 Völker in der Datenbank haben, 0,2 oder 0,3 steht. Honigleistung wird zum Beispiel geschätzt mit einer Erblichkeit zu einer Größenordnung von 0,25 etwa. Und das ist ein Bereich, von dem wir wissen, dass wir in den letzten Jahren relativ erfolgreich selektiert haben. Sanftmut-Wabenstetigkeit hat höhere Erblichkeiten, liegt eher in diesem Bereich von 0,45, 0,5. Aber wir haben es hier insgesamt bei diesen Parametern mit gut züchtbaren Größen zu tun, während uns die Varroa-Befallsentwicklung Probleme bereitet. So wichtig sie am Ende ist, wir brauchen Völker, in denen sich Varroa nicht vermehrt. Sie als ein Selektionskriterium zu nehmen, kämpft mit der Schwierigkeit, dass Varroa-Befall natürlich extrem vom Standort, von der Reinfektion vom Nachbarn her, vom Imker mit dem, was er tut und diesen Dingen abhängt. Also sehr stark Umwelt beeinflusst ist. Und das ist für die Zucht nie so ganz schön. Also da stehen wir, die Dinge haben wir heute zur Verfügung und darauf können wir aufbauen. Und jetzt ist aus meiner Sicht die beste wissenschaftlich fundierte Bemessung von dem, wo wir mit unseren Bienen stehen, das, was in diesem europäischen Studie geschaffen wurde.
Das war ein enormer Aufwand, hat auch zu einer guten Zusammenarbeit zusammengetragen. Es sind einige im Saal, denen bin ich sehr dankbar, dass sie damals mitgemacht haben. Ich durfte das koordinieren, aber letztendlich war das ein internationales Team und wir hatten Studien in Frankreich, Italien, Griechenland, Polen, Deutschland und hier angebunden ein paar Betriebe auch noch aus Österreich und Kroatien. Also 5 große Fallstudien. Und am Ende wurden da von 112 Prüfbetrieben in der Summe und davon viele Berufsimkereien, wurden über 2000 Königinnen systematisch beurteilt. Auf die allgemeinen Eigenschaften, Leistungsfähigkeit, Überlebensfähigkeit, Sanftmut, aber mit einem besonderen Fokus auch auf Varroa-Anfälligkeit, Varroa-Befallsentwicklung, Nadeltestergebnisse und bei einigen Völkern eben auch VSH und diese Dinge. So, und da ist eine Vielzahl von Daten und Sie können das nachlesen, deshalb habe ich die Homepage hier mit drin. Die EU hat den ganzen Bericht inzwischen veröffentlicht. Aber die interessanteste Grafik in dem Kontext unserer Überlegungen heute ist meines Erachtens die. Wir konnten nämlich die Leistungsbetriebe alle dazu verführen oder überreden oder überzeugen oder wie auch immer, zu sagen, prüft die Völker, aber lasst sie für das komplette Prüfjahr unbehandelt. Die haben alle mitgemacht, all die Leistungsprüfbetriebe in Europa. Nicht die Berufsimkereien, diese 2000 Königinnen, das war eine Mischzahl, aber wir hatten ja eine Vielzahl eigentlicher Leistungsprüfbetriebe und die haben ihre Völker im Sommer aufgebaut mit geringem Varroa-Befallsdruck, aber haben dann ohne Winterbehandlung überwintert und haben die Völker bis zur nächsten Honigernte, abschließenden Honigernte im Juli, Anfang August nächsten Jahres ohne Behandlung geführt. Und jetzt haben wir hier auf der Grafik die Darstellung, was im Durchschnitt an Varroa-Befall nach einem Jahr freier Befallsentwicklung dieser Leistungsvölker gemessen wurde. Nämlich wie viele Milben pro 10 Gramm Bienen. Das sind ja annähernd 100, das ist also annähernd ein prozentualer Wert. Und wir haben mal eine fette rote Linie gemalt bei 3%, weil das gilt uns auch so im internationalen wissenschaftlichen Disput als eine gewisse biologische Schadschwelle. Wenn Völker Ende Juli 3% Varroa-Befall erreicht haben, dann haben wir so etwa Größenordnung 10% Brutbefall. Dann ist Behandlung dringend angesagt. Also die werden nicht ohne Behandlung überleben. Aber wenn wir drunter sind, haben die Völker eine gute Chance. Und resistente Völker liegen drunter. So, und jetzt haben wir auf der X-Achse die ganzen Herkünfte und nach den Länderstudien gegliedert. Und das ist Deutschland, Griechenland, Frankreich, Italien, Polen. Und wer jetzt schon die Zeit hatte oder diese Grafik schon öfter gesehen hat, der weiß, dass bestimmte Buchstaben auch mehrfach auftauchen. Da war zwischen den Länderstudien ein begrenzter Austausch, um das ein bisschen verknüpfen zu können. Aber im Wesentlichen haben die Länder mit Herkünften aus ihrem Land gearbeitet. Und wenn wir jetzt nach Deutschland gucken, da hatten wir eben 3 Carnica-Herkünfte und das ist die B und das ist die D und das ist die Y. Das waren Carnica-Herkünfte aus den hiesigen Zuchtprogrammen und da haben wir 3 Backfastlinien und das war die T gewesen und das war die V gewesen und die F ist eine italienische. Mir fehlt eine Backfastlinie. 1, 2. Achso, O. Ich stehe so ein bisschen schief. Also, das sind die 3 Backfastlinien hier aus der deutschen Zucht. Das ist eine Backfastlinie, die haben wir aus Italien mit eingeschleust in die Versuche. So, und was wir sehen, erstmal auch im Vergleich zu den südlicheren Ländern, wir tun uns nördlich der Alpen wesentlich leichter. Ne? Deutschland, Polen, viel geringeren Befallsdruck als die südlichen Länder. Das dürfen wir erstmal als einen Rückenwind nehmen für unser Bemühen, medikamentenfrei arbeiten zu wollen. Aber wenn wir dann in die deutsche Studie schauen, dann sehen wir erstmal, die Carnica-Herkünfte sind alle drunter geblieben. Hier, das sind Linien, die sind fernab von diesem Grenzwert gewesen. Und bei den Backfast ein bisschen unterschiedlich, aber zum Beispiel diese Linie T, einer der besten Honigerzeuger, den wir im gesamten Programm hatten, mit einem ganz moderaten Befall. Wir sind da vielleicht nicht am Ende unserer Selektionsabsichten. Aber wir haben heute schon längst Zuchtmaterial verfügbar
was diese Eigenschaften, die wir erwarten, nämlich Leistungsfähigkeit, Gesundheit, Varroa-Festigkeit, auch Sanftmut und Schwarmträgheit in sich vereint. Diese Bienen sind da. Und das ist ein großartiges Ergebnis und das hat auch in Brüssel beeindruckt. Und das war auch Grund, warum die EU-Kommission gesagt hat, wir wollen, dass Resistenzzucht bei europäischen Bienen gefördert und vorangebracht wird. Also wir hatten noch nie so eine gute Ausgangssituation, auch von dieser politisch-gesellschaftlichen Seite mit Blick auf die Bienen, wie wir sie brauchen, wenn wir unser gemeinsames Ziel voranbringen wollen. So, jetzt kommt die Dinge, die man auch berücksichtigen muss. Der eine oder andere hegt jetzt die Hoffnung, aha, der Büchler hat gesagt, die Biene ist da, jetzt nehmen wir die und verbreiten die überall hin, dann ist das Problem gelöst. Die Hoffnung gab es schon oft, es hat eine Reihe Versuche gegeben in den letzten Jahren, zum Beispiel die vermeintlich resistenten Bienen von Gotland oder die vermeintlich resistenten aus Avignon nach Deutschland zu bringen. Und die Versuche sind immer schändlich gescheitert. Jetzt muss ich noch mal eine Grafik zurück. In einem Beispiel habe ich nämlich hier noch. Das ist für mich ein interessanter Fall gewesen. Sie sehen ja den höchsten Befall, den hatten wir hier, die Linie C. Das ist nämlich eine vermeintlich resistente Linie aus Frankreich, die auch in Frankreich mit am besten dastand von diesen Linien. Insgesamt hatten die ja da viel mehr Müll, aber bei uns eben überhaupt nicht funktioniert hat. Ein Detailbeispiel, wo man sieht, dieses Verpflanzen funktioniert nicht. Und das hat was damit zu tun, dass Bienen anders als andere Nutztiere ja nicht in einem isolierten Stall mit Lichtprogramm und einheitlicher Futterration und vielleicht auch noch den richtigen Medikamenten geführt werden, sondern unsere Bienen behaupten sich in der freien Natur. Mit Wind und Wetter, mit den Krankheitskeimen, die in der Gegend üblich sind und auch noch mit den doofen Gewohnheiten, die die Imker in der Gegend nun mal haben. So. Also eine hochgradige Abhängigkeit von der Umwelt. Und das ist eine Grafik, da hatten wir vor 15 Jahren oder so etwas mal auf europäischer Ebene eine große Studie gemacht. Interaktion von Genotypen und Umwelt, welche Rolle spielt das? War auch eine Überlebensstudie. Und da kam damals ganz klar zum Ausdruck, Völker, die lokal angepasst sind, also die aus der Region geholt wurden, haben eine viel bessere Überlebensfähigkeit als Völker, die man von weiter weg dahin holt. Die Schlussfolgerung für die Zucht ist, Zucht muss vor Ort passieren. Und Auslese muss unter den Verhältnissen passieren, wie die Bienen dann auch von den Imkern gehalten werden und in der Region, wo sie zu Hause sind. Und ich möchte das hier ein bisschen mit dieser Grafik darstellen. Wir müssen ein Empfinden entwickeln für diese Komplexität der Situation. Da sind die Bienen mit einem ganz bestimmten Genotyp, vielleicht mit einem ganz bestimmten Zuchtauslese im Hintergrund. Aber die sind gerade so gut, wie sie zurechtkommen mit der Wettersituation, mit der Ernährungssituation, mit dem Krankheitsdruck in ihrer Umwelt. Und dann ist der Imker, der da ganz stark Einfluss nimmt. Und wir werden uns in den Diskussionen, die wir jetzt hoffentlich heute und morgen haben, ja auch sehr stark unterhalten müssen, was können wir denn als Imker dazu beitragen, dass unsere Bienen, dass es unseren Bienen gut geht, dass sie sich gut entwickeln können, also dieses Management. Und all diese Dinge wirken direkt auf Varroa und Viren ein, aber es gibt natürlich dann auch die ganzen Querbezüge. Und wir müssen das Gesamtbild sehen. Und deshalb esse ich in den Wein der Züchter. Ich weiß, hier sind einige engagierte Leute im Raum, die eine tolle Zuchtarbeit machen und die für sich das Gefühl haben, ich habe doch resistente Bienen. So wie ich die heutige Tagung verstehe, unterhalten wir uns darüber, gelingt es uns in den nächsten 10 Jahren, unsere Imker Land auf Land ab in die Situation zu bringen, dass sie keine Medikamente mehr einsetzen möchten. Und die züchten ihre Bienen nicht selbst. Die sind darauf angewiesen, dass sie vielleicht gutes Zuchtmaterial von Züchtern bekommen. Aber die alle betreiben Varroa-Bekämpfung. Die alle haben eine bestimmte Betriebsweise. Und die alle sind an bestimmte Umweltbedingungen gebunden, in denen sie nun mal imkern. Und deshalb müssen wir das komplexer denken. Wir müssen den Gesamtzusammenhang sehen. So, und in diesem Sinne auch eine Frage, die sich ja aufdrängt.
Sie kennen nun das Bild. Aber wenn man genauer hinschaut, das, was hier wissenschaftlich dokumentiert, resistente Populationen sind, die sind alle nicht durch Züchterhand entstanden. Die sind in der Natur entstanden, weil das zufällig oder auch willentlich Gebiete waren, wo die Imker keine chemische Behandlung durchgeführt haben, wo man keine Varroa-Bekämpfung durchgeführt hat, wo in vielen Fällen die Bienen mehr oder weniger sich selbst überlassen waren. Also wir haben diese Beispiele zum Beispiel aus Südamerika, aus Südafrika. Südafrika hat relativ spät Varroa bekommen. Und dann gab es große Diskussionen zwischen den Imkerverbänden und zwischen der Politik, wie gehen wir mit Varroa um? Und man war sehr schnell an dem Punkt, dass man sagte, wir haben keine Chance, beim Bildungsstand, bei der Infrastruktur, auch bei der finanziellen Ausstattung der Imkereien sicherzustellen, dass die eine systematische Varroa-Bekämpfung machen können. Und man hat gesagt, wir lassen die Sache laufen. Und es ist dann dokumentiert worden, da gibt es interessante wissenschaftliche Studien zu, damals, was passiert ist. Und die Varroa-Zahlen sind in die Höhe geschnellt. Und es gab in Südafrika in den ersten Jahren sehr hohe Völkerverluste. Aber nach 6, 7 Jahren kippte das. Und heute wird genauso wie vor Varroa-Zeiten in Südafrika Honig geerntet mit leistungsfähigen Völkern, mit Varroa-Milben drin, aber mit einer vollen Resistenz. Und eins der schönsten Beispiele, was wir haben, das ist jetzt kürzlich ja publiziert worden, das stammt aus Kuba. Ganz Kuba. Kuba ist eines der Länder mit der höchsten Honigproduktion. Super Bedingungen rund ums Jahr. Riesenernten. Nie Varroa-Bekämpfung durchgeführt, weil man auch da kaum die Möglichkeit sah, das einzuführen. Und eine deutlich resistente Population, die genau diese Merkmale aufweist heute, die ich eingangs berichtet habe. Deutliches Recapping, gutes Bruthygieneverhalten, geringe Reproduktion der Milben. Also, die Frage drängt sich auf, woran liegt das? Oder umgekehrt könnte ich ja jetzt ketzerisch sagen, warum sind wir in den Ländern mit der besten chemischen Industrie diejenigen, die die größten Probleme mit Varroa haben? Das ist jetzt sehr provokant. Muss aus dem Film rausgeschnitten werden, sonst mache ich mir ganz unbeliebt. Früher dachten die Imker immer, ich würde mit Bayer kooperieren. Ist mir auch vorgeworfen worden. Jetzt, ja, gut, bin jetzt im Ruhestand, kann jetzt reden, wie ich will. Nein, aber eine ganz ernsthafte Frage. Warum entsteht es da und warum bei uns so schwierig? Und AGT gibt es jetzt auch schon seit 20 Jahren. Und warum haben wir nicht in Deutschland weit die resistenten Bienen? Und da müssen wir einen Blick in die Imkerei werfen. Und für jeden, der sich mit Parasitierung beschäftigt, und jetzt seit Corona sind wir ja alle Experten auch darin geworden, können wir ja alle mitreden, ist klar, wir haben ein Riesenproblem, wenn der Krankheitsverlauf vor allen Dingen dadurch passiert, dass einer den anderen ansteckt, Ansteckungsketten. Die Parasitologen, die sprechen von horizontaler Ausbreitung. Das ist das, was in China passiert, wenn die Null-Covid-Strategie machen. Keiner hat Schuld, keiner entwickelt Widerstandsfähigkeit und plötzlich lässt man den Parasiten frei und dann springt der ganz schnell von einem zum anderen. Und wir haben es selber gesehen mit dieser exponentiellen Ausbreitung, was passiert. Und ganz gegenläufig in den Auswirkungen ist das, was passiert, wenn hier zum Beispiel das eine Volk schwärmt und dieser Schwarm wegfliegt und der nimmt natürlich Milben vom Muttervolk mit. Aber das ist jetzt das, was wir vertikale Ausbreitung nennen. Horizontal, das geht von einem auf den anderen, so wie wir im Raum zusammensitzen. Vertikal, das geht von einer Generation auf die andere. Und die Belastung, die meine Kinder mitbekommen, hängt davon ab, wie ich belastet bin. Und es sind diese vertikalen Infektionslinien, die letztendlich zur Resistenzausbildung führen oder sagen wir mal zu stabilen Wirt-Parasitsystemen. So, das ist jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch, aber ich will einfach mal sagen, die Art, wie wir Imkerei betreiben, sichert horizontale Ausbreitung. Wir haben Bienen in großen Gruppen stehen. Das Schlimmste, was wir machen, eine hochwirksame Winterbehandlung. Die meisten von uns haben die Milben jetzt wieder auf Null gehauen. Aber es gibt ein paar schwarze Schafe, die Varroa-Milbe ist nicht ausgestorben. Und alles, was die, die jetzt gut behandelt haben, im nächsten Jahr in ihren Völkern haben, sind Milben, die fliegen denen wieder zu.
Und für die Milben ist damit die Überlebensstrategie: Vermehre dich so schnell, wie du kannst. Wenn ich meine Völker im Winter nicht behandle und habe jetzt ein paar hundert Milben drin, dann stört es mich nicht, wenn mir 50 im Laufe der nächsten Wochen zufliegen. Dann ist die Milbenpopulation immer noch meine eigene. Und wenn mein Volk das letzte Jahr gut damit überlebt hat, wird es das nächste Jahr wahrscheinlich auch überleben, weil die haben sich aneinander gewöhnt. Die können das miteinander. Das ist diese Denkweise. Ich sehe jetzt viele kritische Blicke. Das ist auch völlig berechtigt und wir brauchen Workshops, um darüber zu diskutieren. Aber das sind letztendlich die Zusammenhänge, die dahinter stehen. Es ist die hochwirksame Behandlung, dieses vermeintliche steril halten wollen, was Systeme so anfällig macht. Und wir betreiben das seit 30 Jahren mit Varroa so. Und wir müssen da raus. Und deshalb schon jetzt meine These: Wir kriegen Varroa-Resistenz im züchterischen Sinne, im Sinne von Bienen, die dazu veranlagt sind, in der Fläche nur etabliert, wenn wir parallel dazu auch unsere Bekämpfungssysteme anpassen und umstellen. Das wird nur Hand in Hand gehen. Das sind die zwei tragenden Säulen. Und die dritte ist die wichtigste, die hat der Johann Fischer repräsentiert. Wie kriegen wir das vermittelt? Wie lernen die Leute das? Wie verstehen sie das? Wie kriegen wir die Motivation? Wir brauchen diese drei Säulen, wenn wir das Projekt medikamentenfrei in den nächsten 10 Jahren auf die Beine stellen können. So, wir stecken nämlich förmlich in einem Teufelskreis. Wir haben virulente Milben. Die sind hochanfällig. Wenn wir nichts machen, liegen die Völker nach 2 Jahren auf der Nase. Was machen wir? Wir setzen die Medikamente ein. So wie wir die einsetzen, können wir nicht verhindern, dass wir bis Juli, August nächsten Jahres in vielen Völkern hohen Befallsdruck haben. Und dann setzt das bekannte Reinvasionsgeschehen ein, was eben letztendlich heißt horizontale Infektion. Und die horizontale Infektion, die sichert uns wieder die Virulenz. Und das ist genau die Situation, in der stehen wir auf der Stelle, trotz aller AGT und sonstigen Selektionsbemühungen seit 20 Jahren. Und die Herausforderung für uns hier, wenn wir uns dem Thema verpflichten wollen, ist zu fragen, wo sind die Ansatzpunkte? Wie können wir diesen Teufelskreis durchbrechen? Und der erste, der steht hier oben. Das ist die Arbeit, die unsere Züchter machen. Und da werden wir nachher auch diskutieren, wie können wir weitergehen, wie können wir das noch besser machen. Aber ich bewerte das für mich jetzt schon mal so. Ich sage, die Züchter, die haben ihre Arbeit im Wesentlichen getan. Wir haben heute tolle Bienen. Und wir hören nachher noch einen Bericht von jemand, der kann sagen, er hat resistente Bienen gezüchtet. Also, das ist schon ein Stück weit passiert, aber das ist eine wesentliche Eintrittspforte, um rauszukommen aus dem Teufelskreis. Die nächste liegt hier unten. Den Befallsdruck wegkriegen. Es darf nicht zu dieser Reinvasion im August, September kommen. Und deshalb müssen wir vorher noch, während Honigernte läuft und so etwas, agieren. Und da kommt die Biotechnik. Und das werden wir in der zweiten Gruppe ja nachher diskutieren, was funktioniert nicht. Aber diese Brutpausen, das ist eine Schlüsseltechnologie, mit denen ich im Juni, Juli den Befall so absenken kann, dass ich anschließend eine gesunde Winterbienenaufzucht bekomme. Und das dritte ist hier, vertikale Infektion fördern. Und da gibt es noch ein paar Dinge, liste ich nachher nochmal auf, die kann ich imkertechnisch machen, um da eben Druck rauszunehmen. Meines Erachtens sind das die drei Angriffspunkte. So, jetzt zu jedem Punkt ein paar Worte. Resistenzzucht habe ich bisher hauptsächlich drüber gesprochen und die meisten von Ihnen, die hierher gekommen sind, haben gedacht, wir würden jetzt nur über Resistenzzucht sprechen. Von daher höre ich da jetzt langsam auf. Aber ich will sagen, es ist mehr als das Selektieren auf SMR in irgendwelchen Zuchtbetrieben. Es geht darum, die nötige Biodiversität zu erhalten, eine Breite von gutem Material zu haben, was Standort- und Betriebsweisen angepasst ist. Wir sprechen aus meiner Sicht heute nicht über Mellifera oder Backfast oder Carnica. Da können die Züchter sich die Köpfe heiß reden. Das müssen die auch. Die müssen ihre Linien verfolgen. Wenn wir über Deutschland sprechen, dann sprechen wir über eine Biene, die Standort angepasst ist und die vital ist und die gesund ist. Und da interessiert mich die Rasse nicht mehr. Da interessiert mich das Ergebnis. Die Züchter mit ihrer Reinzuchtarbeit, die haben
den nötigen Schub da reingegeben. Aber wir sprechen jetzt über Bienen, die resistent sind. So, und dann geht es eben nicht nur darum, wo haben wir diese guten Eigenschaften, sondern dann geht es ums Vermehren und ums Verbreiten. Und nicht jeder Imker ist in der Lage, Königinnen aufzuziehen. Und längst nicht jeder geht auf Belegstellen. Und wenn man sich das mal anschaut, ich habe jetzt, das sind ähnliche Zahlen, wie du es eben hattest, Johann, mal versucht mit Deutschland. Ich bin mal von 1,2 Millionen Bienenvölkern ausgegangen und den Zahlen, die berichtet sind von GDEB und DIB und so etwas zur Belegstellennutzung und zur Leistungsprüfung. Wir haben ungefähr 6.000 Völker jährlich die Leistungsprüfung durchlaufen, 6.000 bis 8.000. Also das ist knapp 1%. Knapp 1% unserer Völker wird sorgfältig bewertet und werden Daten erhoben, die in die Zuchtwertschätzung eingehen. Wenn Sie mal in die Rinderzucht gucken, da sind über 90% der gemolkenen Kühe in Deutschland liefern Daten zur Zuchtwertschätzung. Jeder Betrieb erfasst das. Ist eine ganz andere Zuchtbasis. Also, das ist minimal. So, und dann erstellen wir Reinzuchtkönigin. Da wird besamt, da gibt es tolle Inselbelegstellen und so etwas. Und die werden gut beschickt. Norderney hat wieder über 3.000 Könige im letzten Jahr gehabt und so. Und die bleiben ja irgendwo. Da wird gutes Material verbreitet. Aber wenn man all diese Reingezogenen mal zusammenzählt, dann ist das vielleicht 3% unserer Population. Ja, und dann gibt es noch Landbelegstellen, wo man hingehen kann, weil die in der Nähe sind und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gute Drohnen angepaart bekommt. Aber dann macht das vielleicht auch nochmal 5% aus. Das spricht, 90% oder mehr unserer Bienenvölker sind mit frei beliebig angepaarten Königinnen ausgestattet. Jetzt gibt es hier noch einen kleinen Schleifeffekt. Diese Reinzuchtköniginnen, wenn die auf den Belegstellen stehen, dann brachen die reine Drohnen. Und wenn ich tatsächlich Glück hatte und habe da die richtige Anpaarung, dann hat auch eine F1 draußen bei freier Paarung im Gelände wieder gute Drohnen. Also wir kriegen so einen Verschleppungseffekt. Aber das muss meines Erachtens in der Gruppe nachher diskutiert werden, wenn es um Zucht geht. Wie kriegen wir das hin, dass wir eine schnellere und systematischere Ausbreitung von dem guten Material haben? Ja. So, jetzt kommt diese rechtzeitig und wirksam Varroa eindämmen im Sommer. Auch wetterunabhängig. Die Ameisensäure ist vorhin gebrandmarkt worden, weil sie funktioniert nicht, wenn es zu kalt ist. In den letzten Jahren haben wir oft das Problem, wir können sie nicht einsetzen, weil es zu heiß ist. Es wird ja immer schwieriger. Also wir brauchen zuverlässige Methoden. Und der Schlüssel liegt hier, und das war in der Kirchheimer Forschungsarbeit in den letzten 10, 15 Jahren deshalb das zweite Standbein. Wir brauchen wirksame biotechnische Methoden, die ich einbauen kann in meinen Betriebsablauf, wo ich als Imker nachher gar nicht mehr denke, dass ich Varroa-Bekämpfung mache, sondern wo ich eine Betriebsweise habe, von der ich sage, die tut meinen Völkern gut, die sind gesund. Brutpause in den verschiedenen Varianten müssen wir bestimmt nachher diskutieren. Was funktioniert, wo sind die Schwierigkeiten? Aber wir haben hier viele Möglichkeiten. Sei es die totale Brutentnahme oder sei es das Bannwabenverfahren oder sei es eben dieses schnelle Käfigen und nach Brutfreiheit dann einmalig mit Oxalsäure oder so behandeln. Verschiedene Varianten. Wir haben da in den letzten Jahren viel reingesteckt und auch mit Betrieben unterschiedlicher Größe zusammengearbeitet, um systematisch Daten zu erheben. Und ich muss sagen, die Herausforderung ist, wir brauchen hier Kontrollkonzepte, die zu jeder Betriebsform und jeder Betriebsgröße passen. Aber das der Irrglaube, ja, das kann der Hobbyimker machen mit seinen 6 Völkern, der kann da rumspielen. Ich habe 30, ich habe die Zeit nicht. Der ist Lug und Trug. Lasst euch nicht verführen. Es gibt Techniken, die sind auch in großen Betrieben anzuwenden. Und wir haben ja auch solche erfahrenen Imker mit hier und nachher in der Diskussion. Die Bilder zum Beispiel, die stammen aus dem Imkereibetrieb von dem Ivan Kuric. Das ist ja einer der größten bei uns in Hessen. Mit dem haben wir zusammengearbeitet. Der käfigt die Königin in seinen 1.000 Völkern und träufelt Oxalsäure, weil er sagt, das ist für mich die Garantie, dass ich starke Wintervölker bekomme. Und die starken Wintervölker und geringen Winterverluste, das ist die Voraussetzung für meinen nächstjährigen wirtschaftlichen Ertrag. Also von der Seite her rentiert sich das für ihn. Und
Das sind meine eigenen Völker hier und da mache ich Ähnliches seit vielen Jahren. Und also je nach Betriebsgröße, das kann man organisieren und ich hoffe, dass da Wege gefunden werden, aber da ist sicherlich auch noch Arbeit notwendig. Das Ziel, um das es geht, ist diese Kurve, die dem bisherigen entspricht, niedriger Varroa-Befall, weil wir eine Winterbehandlung gemacht haben, ein kontinuierlicher Anstieg in der Brutsaison, bis wir dann endlich Ende Juli, Anfang August Ameisensäure anwenden dürfen, die Milben dann ein Stück weit abgesenkt bekommen und mit wiederholten Behandlungen im Kontriff halten und dann mit einer Winterbehandlung letztendlich wieder auf Null führen. Dass wir das abwandeln in ein Konzept, wo wir hier spätestens im Juli eine so deutliche Varroa-Absenkung bekommen, dass wir hier in der kritischen Winterbienenaufzuchtperiode keine nennenswerte Reinvasion bekommen, dass wir in jedem Fall einen gesunden Winterbienenaufbau bekommen. Und das ist, glaube ich, der Ausgangspunkt für alles Weitere. Ich selber bin ein Fan davon, zu sagen, und wir müssen perspektivisch unbedingt wegkommen von der Winterbehandlung. Das ist ja eben schon angeklungen. Aber das ist nicht der erste Schritt. Das wird sich von selbst ergeben, wenn Betriebe durch die richtige Führung ihrer Völker im Sommer die gesunden Winterbienen garantiert haben. Und mit gesunden Winterbienen im Kasten wird es einem dann irgendwann egal, ob da ein paar hundert Milben im Dezember noch im Volk sind oder nicht, weil ich genau weiß, dass ich die im nächsten Jahr wieder rausbekomme. Aber hier, diese Veränderung, das ist das Entscheidende. Und die Frage ist eben, kann das geleistet werden? Und insofern möchte ich an der Stelle jetzt auch ganz aktuelle Zahlen einblenden aus einem Projekt, was seit einem guten Jahr läuft, koordiniert vom Institut in Kirchhain aus, die Marina Meixner mit ihrem Team und wissenschaftlich verantwortlich ist die Lena Frank. Und die wäre eigentlich heute mit hier und die rief mich gestern an, dass sie Corona-positiv ist, sonst würde die jetzt selber Rede und Antwort stehen. Von der stammen auch die Daten. Und die sind bitte noch nicht zu fotografieren und weiterzugeben, weil die das für ihre Doktorarbeit erstmal veröffentlichen muss. Das sage ich auch dazu. Ansonsten habe ich nichts dagegen, wenn Sie diese Informationen hier mitnehmen. Ist eine Kooperation mit der Frau Professorin Scheiner hier aus Würzburg und ist gefördert vom Bundeslandwirtschaftsministerium und läuft noch bis zum Mai nächsten Jahres. So, und da wird mit einem Netzwerk von Betrieben werden diese biotechnischen Maßnahmen ausprobiert auf ihre Praxistauglichkeit und es wird ein großer Völkerbestand am Institut systematisch geprüft mit den Methoden. Und das sind Zahlen daraus. Das begann im Juni 2021 mit zwei Vergleichsgruppen. Dem einen, was wir herkömmlich nennen und schraffiert dem, was wir innovativ nennen. Herkömmlich heißt Drohnenschnitt während der Brutsaison, sobald der Honig runter ist, zweimal Ameisensäure, weiterhin gucken, wie viele Milben drin sind, wenn nötig, weitere Ameisensäurebehandlungen, bis zum Winter warten, Oxalsäureträufel. Das ist herkömmlicher Standard für uns in Hessen. In Bayern glaube ich nicht so ganz viel anders. So, das sind diese Völker, diese weißen Säulen. Innovativ ist zu sagen, kein Drohnenschnitt. Wir lassen die Völker sich entwickeln. Wir käfigen die Königin, so ist es in dem Versuch. Die Testbetriebe prüfen verschiedene Methoden, aber diese Daten hier ist mit. Wir käfigen 25 Tage, das brutfreie Volk wird einmal mit Oxalsäure geträufelt und dann lassen wir es wieder laufen. Wir machen Befallsmessungen, um zu sehen, ob wir Schadschwellen überschreiten, aber wir würden eine Winterbehandlung nur machen im äußersten Notfall. Eigentlich keine Winterbehandlung, also nur eine einmalige Käfigen im Sommer. So, und das ist jetzt die Auswirkungen auf den Varroa-Befall, soweit wir das bisher sehen. Sie sehen, die Gruppen sind hier gleich gestartet und sind ähnlich in den Winter gegangen. Und jetzt kommt hier der erste signifikante Unterschied, deshalb gibt es Sternchen. Und das liegt daran, die konventionellen Gruppen, die haben ihre Winterbehandlung bekommen und die anderen sind nicht behandelt worden. Und die haben also deutlich mehr Milben und so geht es in die Saison. Und dann geht das hier in gewaltige Höhen bis zum Juli hoch. Und da waren einige Völker dann wirklich in der Größenordnung, wo dringend Behandlungsbedarf war. Aber jetzt kommt dieses Käfigen und Behandeln und dann sind die Völker runtergefahren. Und die haben fast keine Milben im August und September und können deshalb erneut Wintervölker aufbauen. Und so sind sie in den Winter gegangen.
Und das setzt sich jetzt fort. Jetzt haben die wieder keine Winterbehandlung und die anderen haben wieder Winterbehandlung und so weiter. Und hier in der kritischen Phase Winterbienenaufzucht, deutlich mehr Milben in den konventionell geführten Völkern, obwohl die ja hier auch schon Ameisensäure zweimal bekommen haben. Das ist die Verfallsentwicklung und das ist jetzt die Auswirkung auf die Volksstärke, weil da hat man ja jetzt große Sorge. Wie ist das, wenn wir da keine Winterbehandlung machen und so weiter? Und Sie sehen, die Völker sind vergleichbar gestartet. Und jetzt war hier ein Unterschied, August, September, aber der ist provoziert. Da ist nämlich gekäfigt worden in dem ersten Jahr und dann haben natürlich die behandelten Völker verlieren dann im Zuge des Käfigens erstmal an Volksstärke, beziehungsweise nachher, wenn sie das Brutnest wieder aufbauen. Und dann berappeln die sich aber und interessanterweise, die wintern etwas stärker ein. Das ist besser, als wenn man Säure auf den Kopf bekommen hat. Geht es den Bienen ohne Säure besser und die Überwinterung ist besser. Die Bienen sind gesünder über Winter, die kriegen ja auch keine Oxalsäure und sind deutlich stärker ausgewintert und waren besser in die Saison hinein, bis es dann hier im Juli zunehmend kippte. Und das ist aber auch, weil wir mit den Versuchsvölkern in einem sehr hohen Varroa-Befallslevel zum Teil gestanden sind. Und jetzt kommt aber hier erneut die Brutpausenbehandlung. Und Sie sehen, dann kriegen wir die Völker wieder runter. Dann ist das ähnlich wie in dem ersten Jahr mit der Befallsentwicklung, ist es jetzt mit der Bienenentwicklung. Die sind dann erstmal nach dem Käfigen schwächer und dann entwickeln sie sich und die Völker sind erneut stärker eingewintert. So, und das sind mal ganz knallharte Daten. Jetzt bei uns aus dem Versuchsbetrieb am Bieneninstitut in Kirchheim, ich sage immer noch uns, bitte um Nachsicht, aber so wie es erhoben ist. Und das muss probiert werden in verschiedenen Betriebssituationen, mit Frühtracht, mit Spättracht und so weiter und so fort. Aber diese Möglichkeiten sind da. Und wenn wir sie nicht ergreifen, verpassen wir was. So, jetzt kann ich auch insofern dafür werben, als dass hier im Grunde ja langjährige Erfahrungen dahinter stecken. Und da komme ich auf die AGT nochmal zu sprechen. Die hat als einen Teil ihres Zuchtprogramms diese Toleranzbelegstellen eingerichtet und hat gesagt, wir machen eigentlich auf unseren Belegstellen was falsch, wenn wir die alle intensiv im Winter behandeln und haben keine Varroa-Milben während der Paarungssaison. Denn Varroa würde doch im Zweifelsfall die anfälligeren Völker besonders schädigen. Und wir wollen doch, dass die sich gar nicht vermehren können. Und das würden die Milben selbst machen. Das ist der Gedanke, warum man auf den Belegstellen der AGT gesagt hat, natürlich sehr sorgfältig ausgelesene Drohnenlinie nach der vorherigen Zucht, aber dann Verzicht auf Winterbehandlung. Und jetzt sicherstellen, dass auch wenn da ein Teil der Drohnen nachher nicht paarungsfähig ist, weil sie eben zu viel Milbendruck hatten, dann den nötigen Überschuss sicherstellen durch die Drohnenvölker. Und die erste Belegstelle ist 2005 auf das System umgestellt worden, das war Norderney und in der Folge weitere Belegstellen. Und die AGT betreibt heute 11 Belegstellen nach diesem Konzept. Und da wird keine Winterbehandlung durchgeführt. Und da kommt auch, sind noch nicht hier, aber der Albrecht Stoß zum Beispiel, der in Thüringen für die Gelberger Belegstelle zuständig ist, der kommt heute Abend wohl auch noch. Der ist morgen auch in der Diskussion bei. Da können die Leute Rede und Antwort stehen. Ich weiß nicht, Herr Ottersbach kommt nicht, ne? Der kommt nicht, ja. Gut, also da liegen langjährige Erfahrungswerte vor. Und da ist es noch nie in der ganzen Zeit wirklich zu einem dramatischen Einbruch gekommen. Auch da funktioniert nicht immer alles. Und dann hat man auch noch mal eine Notbehandlung mit Ameisensäure hinterhergeschoben. Diese Dinge kommen vor. Es wird überall nur mit Wasser gekocht. Aber in 90% der Fälle und der Jahre hat es funktioniert. Und das sind Völker, die ziehen Drohnen im Überfluss auf. Und da wird keine Drohnen geschnitten und so etwas. Und sie werden geführt als Zuchtvölker mit einer einzigen Behandlung. Und das ist eben der Weg, wie er dann gegangen wird. Dann kommt dann eben im Juli, wenn die Drohnenaufzucht soweit abgeschlossen ist für den Belegstellenbetrieb, kommt dann eine totale Brutentnahme oder kommt das Käfigen und eine einmalige Behandlung und dann funktioniert das. So, und das Ergebnis, das sehen Sie hier, das waren die Kurven von vorhin. Und auf diesen Toleranzbelegstellen wird jetzt ausdrücklich ermutigt dazu, macht keine Winterbehandlung. Und hier ist der Brutbefall ist dargestellt, deshalb geht der auf Null. Aber de facto sind hier noch eine ganze Menge Milben dann schon im Volk. Und das sieht man hier im Frühjahr, die starten mit einem höheren Befall. Und der Befall geht natürlich dann deutlich in die Höhe. Und dann sind die behandlungsbedürftig im Juli.
Aber dann kommt diese Brutpause und die bringt das runter. Das heißt, das, was wir hier über diese Sommersanierung erreicht haben, verschafft uns die Freiheit, auf Winterbehandlung zu verzichten. Und dann können wir auch so eine Behandlungskurve fahren. Und die ist in der Winterbienenaufzucht immer noch die bessere. Die bietet aber jetzt den großen Vorteil, wenn Sie mal in die Paarungsperiode hineinschauen und sich jetzt vergegenwärtigen, dass 97% oder 99% unserer Könige in Deutschland frei gepaart werden, also mit den Drohnen, die zu der Zeit fliegen, dann ist es ein Riesenvorteil, wenn die meisten dieser Drohnen mit den Milben kämpfen müssen, die sich nun mal in ihrem Volk entwickeln, wenn das Volk anfällig ist. Dann kommen die nicht zur Paarung. Und das ist das, was in diesen natürlichen Gegebenheiten für diese schnelle Resistenzentwicklung gesorgt hat. Anfällige Völker sind raus, die haben keine fruchtbaren Drohnen mehr. Und das können wir erreichen. Und das ist eben dieser Effekt, auf den wir hinsteuern. So, was bleibt am Ende aus meiner Sicht als Empfehlungen an die Imker insgesamt, in ihrer Gesamtheit? Also entscheidende Schritte auch, wenn wir in 10 Jahren bundesweit medikamentenfrei sein wollen. Dann sind es Dinge, die ganz viel zu tun haben mit dieser Absenkung der horizontalen Ausbreitung, Stärkung der vertikalen Befallsausbreitung. Der kleine Stand ist besser als der große und eine lockere Gruppierung der Völker, Verflug minimieren und so etwas ist gut. Ich weiß, das können Berufsimker oft nicht umsetzen. Wenn die 100 Völker auf dem Stand haben, um wirtschaftlich arbeiten zu können, dann ist das so. Aber die meisten Imker von uns können das an der Stelle schon mal sich einfacher machen. Reinvasion vermeiden. Und das heißt eben ganz konsequent, vielleicht der wichtigste Ansatz in der Varroa-Bekämpfung aus meiner Sicht, Milbenreduktion rechtzeitig vor Trachtende und konsequent. Und das schaffen die Leute nicht mit Ameisensäure, abgesehen von dem, was sie mit der Säure den Völkern zumuten. Das geht meines Erachtens nur mit einer guten Völkerführung, nur mit einer guten Biotechnik. Und da sind die Vereine gefragt, da müssen wir uns koordinieren. Da habe ich eben nichts davon. Wenn ich es toll mache und einer meiner 14 Nachbarimker, wie du eben gesagt hast, macht es falsch, dann habe ich ja auch ein Problem. Ja? Also da gehören wir alle zusammen, da sitzen wir in einem Boot. Und dann das, womit ich jetzt wahrscheinlich Ihre Stirn zum Teil wieder in Falten lege. Erhaltet euch eure Milben. Warum lachen Sie? Das ist doch so wichtig. Das ist genau der Gedanke. Mal andersrum, ne? Natürlich Schadschwellen beachten. Ich muss agieren, wenn mein Volk über einen bestimmten Befallsgrad kommt. Und ich habe es nie alleine in der Hand. Ich züchte die tollsten Bienen und mein Nachbar schaufelt mir die Milben rein, dass ich meine Völker verliere, wenn ich nicht agiere. Es muss behandelt werden. Wir reden heute nicht darüber, wie wir ab sofort keinerlei Behandlungsmittel mehr einsetzen. Ganz bestimmt nicht. Aber wir haben Methoden, die Schadschwellen festzustellen. Befallsermittlung. Und dann können wir gezielt agieren. Und das Ziel aus meiner Sicht muss sein, wegkommen von der Winterbehandlung. Ich möchte meine eigenen Milben behalten. Mit denen kann ich umgehen. Mit denen, die ich vom Nachbar kriege, kann ich wahrscheinlich nicht umgehen, weil die sind auf rapide Ausbreitung eingestellt. Man möge mir verzeihen. Wir können das nachher auch alles diskutieren. So, und dann natürlich resistente Bienen nutzen. Und da seht ihr, wie ich die Sachen einsortiere. Ich spreche jetzt für die Imker insgesamt. Und da steht Resistenz unten. Nutzt die Bienen, weil die züchten die Leute ja nicht selber. Zumindest wissen sie es nicht, dass sie es tun. Im Moment machen sie alle eine Winterbehandlung und selektieren damit auf Anfälligkeit. Und im Moment führen wir eine Schlacht in Deutschland. Wir haben 1% der Bienenpopulation in der Hand von Züchtern, die einen riesen Aufwand betreiben, um SMR und Recapping und Pin-Test und alles zu machen und bessere Bienen zu züchten. Und die stehen 99% der Imker gegenüber, die mit intensiver chemischer Behandlung alles dafür tun, dass die Völker möglichst anfällig bleiben. So. Und diese Schlacht, über die dürfen wir uns unterhalten. Und da müssen wir uns zusammenfinden und müssen eine gemeinsame Strategie machen. Jedes vernünftige Projekt beginnt mit einer vernünftigen Strategie und deshalb sind wir hier zusammen. Ich führe gern als letztes meine Völker nochmal ins Bild. Ich habe bisher immer mit 10, 12 Völkern geimpft. Jetzt wird es doppelt so viel, weil ich selber auch AGT-Prüfbetrieb jetzt selber bin und nicht mehr nur übers Institut. Ich habe die in 10er Dadant-Beuten, das ist einer meiner Stände.
züchte meine Königin selber. Also alles ganz klein, etwas mehr als der deutsche Durchschnittsimker, so, aber mit Leidenschaft für die Bienen. Und das ist für mich die Sommersituation. Dann irgendwann wird geschiedet und das ist ein Absperrgitterschied. Jetzt rausziehen sollen, dass sie sehen müssen und da entsteht ein Nebenfach. Und da ist auf zwei Waben die Königin unterwegs ab Ende Juli. Und so wie die Waben bebrütet sind, locken sie mir die Milben an und gehen als Bannwabe, schlüpfen sie separat oder gehen in den Schmelzer. Und mit zwei oder drei Bannwaben ziehe ich die Milben raus. Das ist das Einzige, was ich tue. Ich mache das konsequent. Ich habe gutes Zuchtmaterial drin. Da saß man Gott sei Dank immer an der Quelle. Und ich mache konsequent in meinem Fall diese Bannwabe, weil sich das als das für mich Beste bewährt hat. Aber egal was, eine konsequente Brutpause. Und damit, toi, 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 komme ich seit 2016 gut über die Bühne. Auch jetzt im letzten Winter wieder. Ich hatte zwei Völker dabei, die habe ich im Herbst gedacht, na, sollst vielleicht doch was machen mit richtig hohen, natürlichen Milbenfallzahlen. Alle 18, die ich eingewintert habe, haben passabel ausgewintert nach dem, was ich jetzt sehe. Es funktioniert. Es geht heute schon. Und deshalb kann ich sagen, ja, es war Zeit für mich in Ruhestand zu gehen. Wir haben die resistenten Bienen. Mein Ziel ist erreicht. Ich kann auch wissenschaftlich nicht mehr dazu beitragen, aber ich möchte sie eben ermutigen, dass es ein realistisches Ziel ist. Nur es ist jetzt eine soziologische Aufgabe und eine Aufgabe für das Beratungsteam. Und da können wir gerne mitwirken. Gemeinsam können wir es schaffen. Und ich fände es toll, wenn das gelingt. Schöneres können Sie einem Rentner nicht antun, der sein Leben investiert hat in Bienenforschung. Also, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Ralf, für deinen tollen Vortrag und vor allem vielen Dank für deine jahrzehntelange Forschungsarbeit,